Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam wieder die Sesamstraße spielen. Ich finde die App wirklich cool, hatte sie schon mal mit euch gemeinsam angespielt und jetzt ist quasi hier der zweite Teil. Guten Tag, schön, dass du da bist. Das ist echt prima, dich zu sehen. Oh, hallo. Ich lasse erstmal alle sprechen. Die möchten mich nämlich alle hier willkommen heißen. Willkommen im Spielehaus. Schön, dass du da bist. Finde ich auch, Elmo. Hier gibt es so viele tolle Sachen. Willst du die mal ausprobieren? Ja, wir hatten ja, ich glaube, beim letzten Mal damit aufgehört, dass wir dem Krümelmonster Eis verkauft haben und anderen Charakteren aus der Sesamstraße. Wir können spielen oder Filme angucken. Und da tippe ich jetzt einfach mal auf die Ameise. Du kannst mit Bert im Ameisenlabyrinth spielen. Tipp nochmal auf die Ameise. Wenn du zurück zu mir möchtest, tipp auf das Sesamstraßenschild. Mhm. Das freut mich sehr, dass du mal vorbeischaust. Hallo Bert. Ach, es gibt doch nichts Schöneres als ein Spaziergang im Freien. Mhm. Wenn du schon mal hier bist, können wir doch zusammen spielen. Okay. Oh, schau mal, hier ist eine Ameisenstraße. Gar nicht so einfach, den Weg zu finden bei den vielen Hindernissen. Die Ameisen freuen sich bestimmt, wenn wir ihnen den richtigen Weg zeigen. Hilfst du mir? Also, du musst erst mal auf einen der Pfeile drücken. Okay. Jeder Pfeil zeigt in eine andere Richtung. Also, wir müssen jetzt mit den Pfeilen einfach die Ameise hier aus dem Labyrinth lotsen. Wenn ich jetzt fälschlicherweise einfach mal nach unten tippe, dann... Schau dir das Labyrinth noch mal genau an. Da muss es noch einen anderen Weg geben. Dann sagt Bert mir, dass ich falsch liege und dass der Weg nicht der richtige gewesen ja, ist. Ja, ich glaube, das ist die richtige Richtung. Und dann hat der Pfeil schon rot geleuchtet. Wunderbar, das ist der richtige Weg. Juhu! Juhu. Jetzt geht's ab nach Hause, zum Ameisenhaufen. Okay. Oh, jetzt kommen mehrere. Ah, okay. Einer gibt den Weg vor und jetzt gehen alle den gleichen Weg, auch diese falsche Biegung, genauso ab. Okay. Die Ameise und ihre Freunde. Das macht aber Spaß, den Ameisen zu helfen. Willst du noch mal? Dieses Spiel ist natürlich für mich sehr einfach, aber diese App ist ja auch geeignet für kleine Kinder. Das heißt, da wird es vielleicht schon ein bisschen knifflig für die. Aber ich habe kein Problem, die Ameise hier rauszulotsen. Jetzt kennen die Ameisen ihren Heimweg. Danke. Los, Leute, nichts wie hinterher. Total süß. Tipp, 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 tipp. Guck mal, die Ameise möchte nach Hause. Sollen wir ihr den Weg zeigen? Ja, das sollen wir. Wunderbar, das ist der richtige Weg. Juhu! Jetzt geht's ab nach Hause, zum Ameisenhaufen. Okay, ich glaube bis hierhin erstmal. Wir haben das Prinzip des Spiels verstanden, glaube ich. Wir gehen mal zurück auf die Sesamstraße, da wird Elmo wieder sein und wir können uns vielleicht auch andere Spiele aussuchen. Das war dieses Keks-Domino, das haben wir auch schon gespielt. Frösche, das haben wir auch schon gespielt, da musste man du die Frösche spielen oder Filme gucken. Über den Teich führen. Bei den Kisten, das weiß ich gar nicht mehr. Ach ja, da mussten wir mit Fienchen die Post einsortieren. Bei der Blume, weiß ich gar nicht mehr. Ich tippe mal auf die Blume.
Wenn wir das schon hatten, dann gehe ich wieder zurück. Ich möchte mit dir Blumen singen lassen. Ach ja, Blumen singen. Tipp nochmal auf die Blume. Das hatten wir schon. Da tippe ich jetzt nicht nochmal drauf. Also wir hatten eigentlich schon so ziemlich alles. Ich tippe mal hier. Macht dir Verkleiden Spaß? Auf das Verkleiden. Dann tipp nochmal drauf. Cool. Okay. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Find Wie ich auch. Geht's dir? Mir geht's prima. Hallo, Grobi. Grobi geht heute auf eine Kostümparty. Mhm. Und dafür braucht er ein richtig schönes Kostüm. Aha. Ja, heute gehe ich auf eine Kostümparty. Okay. Die anderen auf der Kostümparty haben bestimmt schöne Kostüme an. Mhm. Da sollten wir für Grobi auch ein richtig tolles Kostüm finden. Ich will ganz tolle und bunte Kostüme ausprobieren. Na gut. Wenn du über Grobis Kopf wischst, bekommt er eine lustige Kopfbedeckung. Wisch doch mal mit dem Finger über Grobis Beine. Mal sehen, was er für eine Hose bekommt. Grobi soll eine richtig tolle Verkleidung bekommen? Dann wisch über seinen Bauch. Au, ja. Oh. Verkleiden, verkleiden, verkleiden. Nun ja, das sieht recht interessant aus. Aber passt das so? Ja. Ah, jetzt ist er ein Feuerwehrmann gerade gewesen. Ja. Und ein Kleid. Aber richtig ist das nicht. Ha! Ja, genau. Diese Kombination stimmt. Und, Grobi, möchtest du eine andere Verkleidung ausprobieren? Eine gute Auswahl. Grobi steht das jedenfalls gut. Grobi, ich glaube nicht, dass du so auf die Straße willst. Ja, wer es tragen kann. Aber richtig ist das nicht. Gehört das zusammen? Ja, das sieht recht interessant aus. Aber noch passt nicht? Das so? Ja. Welche Hose gehört denn zu dem Cowboy-Outfit? Also irgendwie habe ich sowas noch nie gesehen. Passt da was nicht? Ja, wer es tragen kann. Aber richtig ist das nicht. Bert. Nun ja, das sieht recht interessant aus. Sei doch nicht immer so negativ. Grobi, ich glaube nicht, dass du so auf die Straße willst. Geil. Ja, wer es tragen kann. Prinzessin aber richtig ist das nicht. Passt das alles so zusammen? Ich weiß ja nicht. Also irgendwie. Ah, das ist die Cowboy-Hose. Hab ich sowas noch nie gesehen. Passt da was nicht? Passt das alles so zusammen? ich weiß ja nicht. Na also, das passt doch alles hervorragend. Ah, jetzt auf einmal, okay. Grobi lässt sich gut verkleiden, finde ich. Sollen wir noch mal? Ja. Prinzessin wollen wir jetzt. Das scheint zu passen. Nun ja, das sieht recht interessant aus. Aber passt das so? Nein, passt nicht so. Ich suche eigentlich diesen rosanen Rock. Wer es tragen kann? Den hatte ich schon gesehen. Naja, wer es tragen kann? Habe ich sowas noch nie gesehen. Ach. Passt da was nicht? Das sieht sehr richtig aus. Das gefällt mir am besten. Ach, herrlich. So ein verkleideter Grobi. Sollen wir nochmal? Ja, es gibt noch ein paar Kostüme, die wir noch gar nicht hatten. Feuerwehr hatten wir schon. Oh, hier, Kapitän vielleicht? Oder Polizist ist das, nicht Kapitän. Ja, genau. Diese Kombination stimmt. Und, Grobi, möchtest du eine andere Verkleidung ausprobieren? Was haben wir denn noch? Oh, Astronaut. Für meinen Geschmack fehlt da noch was. Passt das alles so zusammen? Ich weiß ja nicht. Ja, wer es tragen kann. Aber richtig, das sieht sehr richtig aus. Cool. Also das Spiel gefällt mir wirklich. So ein verkleideter Grobi. Sollen wir nochmal? Ja, wir machen einfach weiter. Oh, das Pirat. Nun ja, das sieht recht interessant aus. Aber passt das so? Grobi, ich glaube nicht, dass du so auf die Straße willst. Na also, das passt doch alles hervorragend. Bert ändert sehr schnell seine das Meinung. Das war prima. Ich will nochmal verkleiden. Okay. So, was haben wir denn noch? Das hatten wir schon. Geschmack oh, Bauarbeiter hatten wir noch gar nicht. Also irgendwie habe ich sowas noch nie gesehen. Passt da was nicht? Yay. Ja genau, diese Kombination stimmt. Mit einem Presslufthammer hier im Hintergrund.
Robi lässt sich gut verkleiden, finde ich. Sollen wir nochmal? Ich glaube, wir haben jetzt schon alles durch. Polizist, Cowboy, Prinzessin, Bauarbeiter. Also von der Größe her sieht das doch gut Pirat aus. Hatten wir auch schon, Astronaut hatten wir. Für meinen Geschmack fehlt da noch was. Feuerwehrmann. Wir hatten das alles schon. Ich glaube, das scheint zu passen. Damit haben wir das Verkleidungsspiel abgeschlossen und ich verabschiede mich auch von euch. Welche Verkleidung von Grobi fandet ihr denn am besten? Ich hatte euch eigentlich alle in dem Spiel gezeigt. Ich fand die Prinzessin super witzig, wo er die blonde Perücke auf hatte. Also einfach in die Kommentare damit, wir können spielen oder Filme welche angucken. Verkleidung ihr am besten fandet. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir in die Kommentare und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!